Wir haben von dem Transporteur gehört, dass der Transport sehr, sehr gut lief. Gestern am späten Nachmittag, frühen Abend sind die Kollegen in den belgischen Zoo Paradeiser gestartet und frühmorgens hier angekommen. Und wir haben dann heute Morgen begonnen, Ivo in seine Transportkiste zu überführen, ihn dort wach werden lassen. Und im Anschluss konnten wir Sango an das Innengehege ansetzen und er ist bereitwillig aus der Kiste gleich rausgelaufen. Zur Zusammenführung haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Zuerst mal durfte Sango sein neues Zuhause ganz in Ruhe erkunden. Und dann haben wir erst das älteste Weibchen, die Chimpanzee, ihm zugefügt. Parallel dazu mit dem Sichtkontakt zu dem zweiten Weibchen Bibi begonnen. Und ganz zum Schluss, jetzt vor einer Stunde etwa, kam Jambala, das jüngste Weibchen, dazu. Und die verstehen sich alle sehr, sehr gut. Wir haben das ganz bewusst so peu à peu gemacht, damit Sango auch die Zeit hatte, sich jedem Tier einzeln zu widmen mit der notwendigen Zeit. Und den kleinen Stinkstiefel in Anführungsstrichen, die Jambala, die haben wir ganz bewusst zum Schluss reingelassen. Na, wir reden ja hier von Flachlandgorillas, die in freier Wildbahn stark bedroht sind. Eine von vielen bedrohten Tierarten, die wir hier im Zoo halten. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir unseren Beitrag zur Arterhaltung leisten in Form einer sinnvollen Zucht. Da haben wir uns auf die Empfehlung des Gorilla-EEPs, also des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, verlassen, die gesagt haben, unsere drei Weibchen sind genetisch sehr wertvoll. Es wäre schade, wenn die nicht in eine Zuchtsituation kämen. Und deshalb waren wir ganz froh, dass da die Empfehlung vom Gorilla-EEP ausgesprochen wurde, Sango als neuen Zuchtmann für uns zu übernehmen, damit auch hier wieder Gorilla-Nachwuchs entsteht.